Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Jo, ich habe mir nach der letzten Aufnahmesession einige Gedanken gemacht, wie wir unser Vorweiter planen. Und habe erstmal beschlossen, dass hier wird alles abgerissen. Weil ich habe da so einiges vergessen. Erst einmal, laut guter Strukturierung, sollte nicht... Wie sage ich das am besten? Sollten unsere Fabriken, unsere Fabrikkomplexe, also unsere Werkstattkomplexe, sage ich mal so, unsere Arbeitshallen nicht so weit oben kommen. Also nicht über den Wohnräumen. Und zwar habe ich beschlossen, die Wohnräume noch mindestens ein Level tiefer zu setzen als das hier. Hier kommt nachher unsere Administration und unsere Tempel und so weiter rein. Und unsere... Ja, nee, die Handelssachen, die kommen wahrscheinlich hier auf diese Etage. Weil wenn ich hier unter Buildings Workshops gucke... Das hier sind alles unsere Vanilla Workshops, das ist klar. Bis auf den Woodsplitting Block und die Weight Bench... Den Wurfsplitting Block könnte ich übrigens demnächst mal bauen. Das hier ist alles neu. Das sind alles Crafts Dwarfs Workshops. Besondere für jede Besonderheit. Tool, also Tailor zum Stoffsachen machen. Painter zum Sachen färben. Chandelier macht Kerzen. Furniture Workshop und so weiter. Dann haben wir hier Agrarkultur. Brewery, Fischpond, Stables, Slaughterhouse, Sawmill. Die brauchen wir alle weiter oben, da wo unsere Farben hinkommen. Ja. Also die Brewery, die kommt dann, ersetzt dann später die Küche. Die Destille. Wenn es soweit ist. Und hier sind die Administrationssachen. Also Gildenhallen werden wir einige brauchen. Ich glaube, es waren die 8 Stück. Eine Militärgarnison, die können wir auf unsere Stockwerk mit dem Militär hinbauen. Also kann ich mal kurz zeigen, wie... Nein, kann ich nicht, weil wir nicht genug Materialien haben. Wir brauchen Non-Economic Blocks, Non-Economic Armor Stands und Non-Economic Weapon Racks dafür. Prison, Blocks und Cages. Embassy. Ja, das können wir alles eben auf dieses Stockwerk hier bauen. Und dann haben wir hier noch den Mountain Markt. Also das sind die ganzen besonderen Händler. Das sind 7 Stück an der Zahl. Die kommen dann eben hier auf dieses Stockwerk noch hier oben so hin. Wird ja irgendwie gehen. Am besten hier hinter der Treppe weiterbauen oder... Ich mache das Treppenstück noch ein Stück länger und baue dann hier einen Gang hoch. Das wird die beste Variante sein. Dann hier natürlich die ganzen Priestersachen, die kommen auch eins weiter runter. Skriptorium. Dafür brauchen wir dann wahrscheinlich gerade für die Library Sections einiges mehr an Platz. Wenn wir da eine große Bibliothek bauen wollen. Die wird dann also auch hier unten wahrscheinlich ihren Platz finden. Jo. Also hier gerade hier oben rum haben wir genug Platz. Wir können hier, so sagen wir mal hier, rein unsere Gildenhallen machen. Dann hier oben unsere Administration, Embassy und so weiter. Was wir da noch hatten. Also ja, eigentlich nur die Embassy. Können wir da irgendwo hinpacken? Oder die können wir oben, wo auch die Märkte nachher hinkommen, mit dazu nehmen. Das sind ja nur 7 Märkte, dann können wir das als 8. Ja, Monastery und so weiter, das kann auch dann alles hier oben, also weiter oben hier so hin. Und die Bibliotheken können auch hier auf diese Ebene, ja. Das, und die Studies, wenn wir sie dann mal brauchen sollten. Alles andere können wir dann später weiter unten hinsetzen. Also zum Beispiel das hier.
Die Science Discovery Alchemist Lab. Das wird in der Bibliothek gemacht. Chemist Laboratory. Die ganzen Laboratorien. Coin Mint. Machine Factory. Naja, da können wir da Maschinen herstellen. Das wird dann alles hier auf diese Ebene gepackt. So viel Breites brauchen wir nämlich für das Zeug hoffentlich nicht. Und dann eine Ebene weiter unten, haben wir ja gesagt. Ja. Also auf diese Ebene kommen unsere Händler. Das könnte ich eigentlich schon mal machen. Designation, Mining. Ja, so. Dann brauchen wir Downward Stairways. Yep. Hier brauchen wir Upward Stairways. Yep. Und können das hier alles wegnehmen. So. Das heißt, wir könnten dann hier so reingraben nach da oben. Und dann hier unsere Embassy und unsere ganzen Trade Markets hinbauen, die es so gibt. Dass wir das Trading alles auf einer Ebene haben. Ja. So, unser nächstes Problem waren Felder. Also wo wir die Felder anlegen. Auf der Ebene hier kommt dann unser Military hin, also hier unten. Von da aus haben sie am leichtesten Zugriff in das Gebiet hier. Und von hier drüben aus können wir dann eine Treppe nach hier oben bauen, wo sie dann in das Gebiet hier kommen können. Mhm. Jupp. Weil von hier aus können sie dann auf Gegner runterschießen, die eben in diesem Gebiet hier sich dann sammeln werden, was wir dann auch nachher auschanneln werden. So, das heißt, der Platz hier wird ungenutzt sein. Hier werde ich die Küchen hinbauen. Küchen, Brauereien, Ställe, Fischponds, all die Sachen werden auf diese Ebene gelagert. Auch wenn dann die Köche, Brauer und Farmer ein paar Treppen hochlaufen müssen. Und ab hier fängt schon das Farmgebiet an. Genau. Wir werden Farmen im großen Stil haben werden. Das sage ich schon mal voraus. Denn mit der Masterwork-Mod haben sich zwei wichtige Sachen geändert am Farming. Jedenfalls am Innenfarming. Erstens wachsen alle Innenpflanzen das ganze Jahr über. Das heißt, wir können Pigtail, Plump-Habits, alles über das ganze Jahr hin anbauen. Das Problem, der Nachteil an der Sache ist, jede Pflanze braucht ein ganzes Jahr zum Wachsen. Das heißt, wir kriegen die Pflanzen langsamer, aber wir kriegen mehr davon. Das ist so der Kompromiss hinter der Sache. Also werden wir auf beiden Ebenen gucken, dass wir ja, anbaut, Farmen haben. Und zwar werde ich einen Farmraum wieder. Wie viel ist denn das? Ja, 21 mal 21 groß machen. Und dort werde ich dann den genau einen Rahmen von zwei Feldern drumherum lassen, um das Feld. Das heißt, das Feld ist dann 19 mal 19 groß. Ja. Das sind dann schon ziemlich große Felder. In denen wir sehr viel Zeug anbauen können. So, jetzt aber erst einmal brauchen wir hier noch eine Downward Stair, hier oben. Downward Stairway. Genau. Downward Stairway. Von hier aus geht es dann eins runter. Und dann hier rüber. Weil ich hoffe mal, weil hier ist Lehm. Oder irgendeine andere Substanz. Dirt Wall, ja.
Was ist hier unten eigentlich? Fireclay. Okay, dann kommt auch unsere Lehmgrube als weiter unten hin. Auf jeden Fall. So, und hier. Ha. Jetzt muss ich gerade noch mal überlegen, wie hatte ich das gemacht? Ich brauche auf jeden Fall einen Raum, in dem die Samen gelagert werden. Wie viel Platz? Ich habe noch Platz hier. Okay, also. In diesem Raum werden die Samen gelagert. Das sind dann also vier verschiedene Pflanzen, die wir hier haben. Und die werden dann in den Eckräumen, sagen wir hier. Oh, so weit oben kann ich nicht bauen. Schlecht. Nein. Ja, toll. Gut, dann machen wir es anders. X'en wir das hier nochmal weg. Machen wir das Ganze ganz anders. So können wir auch im größeren Stil. Erstmal kurz in die Küche. Ich will mal kurz in unsere Stocks gucken. Unsere Plant-Stocks. Nicht Plants. Seeds. Fungiwood 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ja, 10. Okay, 10 verschiedene Sachen bauen wir an. Das heißt, ich würde mal vorschlagen, wir bauen auf einer Etage so einer Etage 4 Felder an. Auf der obersten jedenfalls erstmal. Das heißt, wieder meine berühmten 5 Abstand. Ich ziehe erstmal diese Linie hier fertig durch. So, das reicht erstmal, würde ich sagen. Und ganz am Ende mache ich dann den Lagerraum. Da das ein Lagerraum wird und keine Halle, das ist nämlich etwas übertriebene Halle zu bauen, wo wir Samen lagern. Ist das hier jetzt ein Lagerraum? So. Jetzt kommen meine berühmten 5 Felder Abstand. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nicht verzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Erster Farbraum. 1, 2, 3, 4 Abstand. 1, 2, 3, 4 Abstand. Zweiter Farbraum. Wieder 1, 2, 3, 4 Abstand. Dritter Farmraum. Und das passt dann. So, die werden natürlich so verbunden. So. Genau dasselbe auf der anderen Seite. Ich verbinde jetzt erstmal nur 2, dass wir schneller das ausmeinern können. So. Gut.
Jawohl. Und so. Das ist jetzt unsere erste Farmkolonie, wenn ich es mal so nennen darf. Hinten das Lager mit den Samen. Und hier die sechs Farmplots nachher. Gut, das wäre auch erledigt fürs Erste. Jetzt nehmen wir aber erst einmal noch das hier weg. Und dann gucke ich mal kurz in unsere Stocks. Ja, trinken könnte etwas knapp werden. Es reicht für unsere 17 Zwerge noch ungefähr 3 Jahreszeiten. Hoffe ich jedenfalls mal. Ich hoffe mal, dass es wirklich 4 Getränke pro Jahr waren und nicht pro Jahreszeit, was Zwerge verbrauchen. Sonst haben wir ein Problem. So, die channeln das hier, meinen das hier noch schön aus. Sind hoffentlich bald mal fertig. Ich hätte nämlich wirklich gerne erstmal diese Haupteingangshalle hier als eine Sicherheit fertig, bevor ich mich um die weiteren Gebäude, um die weiteren Festungsräume kümmere. So. Designation Channel. Ja, wie wollte ich das nochmal am dümmsten machen? Channel erstmal das hier weg. In der Hoffnung, dass Rampen entstehen. Ja, es entstehen auch Rampen. Sehr schön. Dann könnt ihr als nächstes gleich das hier wegchanneln. Und Cave-In, nein. Aber sie haben es beide überlebt. Okay, einer muss sich waschen. Ich habe befürchtet, dass sowas passiert, wenn die da einfach so wegchillen. Ich hätte aus der Mitte anfangen sollen. Deswegen Designation X. Channel erstmal hier vorsichtig weg. Okay, die sind beim Channeln wieder. Die sind noch weiter oben auf, hoffe ich mal. Okay, ihm ist nichts passiert. Und meinem anderen. Oh, er hat sich zwei Sachen verstaucht. Ich hoffe mal, das geht trotzdem irgendwie. Warum kollapst das schon wieder? Ich war doch ganz vorsichtig.